So, herzlich willkommen auf dem 333. Neuschwabenland-Treffen Berlin im 16. Jahr. Freitag, der 20. Juli, 19 Uhr. Ja, historisches Datum. Wir haben ja schon über die Täuschung gesprochen. Rein theoretisch, ich rege das nur mal als geistige Nachdenkarbeit an, rein theoretisch ist also auch die Gruppe um Graf Stauffenberg natürlich möglicherweise ein Täuschungsmanöver gewesen, um die Alliierten zu täuschen. Die, wie gesagt, die haben ja auch noch ganz andere Täuschungen drauf gehabt. Ja, ist ja im Krieg auch, ist das ja normal. Also die drei Ts, Tarnen, Tauchen, Täuschen. So, jetzt kommen wir zu dem Nexus-Magazin hier, schon vorher mal gesagt. Und dort handelt es sich um ein Gespräch oder Interview zwischen dem Herausgeber des Nexus-Magazins, das ist der Herr Thomas Kirchner, und Douglas Dietrich, das also über drei verschiedene Ausgaben veröffentlicht worden ist. Ich habe also 41er Ausgabe, das ist die 42 und 43. Ich habe die 42er genommen, weil es da mehr um Neuschwarmland geht und die Exilregierung. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Sie können ja gerne mitlesen. Also das heißt jetzt hier Douglas Dietrich, die Wahrheit über die letzten 70 Jahre, Teil 2 von 3, das Dritte Reich in Neuschwarmland. Nexus Magazin, Ausgabe 42 von August, September 2012, Seite 32 bis 52. Sie sehen also, ohne Werbung sind 20 Seiten dieser Broschüre sehr viel. Deswegen habe ich damals mehrere Neuschwarmland-Treffen gebraucht, um das vorzutragen. Aber das ist jetzt hier nur eine Kurzfassung. Vorwort von mir, Vorwort Schmidt. Eine sehr schöne farbige Frau in Begleitung ihres deutschen Mannes, die von sich behauptete, als Sekretärin für einen hohen Offizier der US-Armee zu arbeiten, erzählte uns, dass viele Berichte von unteren Stellen und Soldaten Erfolge zur oberen Führung melden, die es so oder gar nicht gibt. Mit anderen Worten, nicht jeder Report ist das Papier wert, auf dem er steht, und es gibt schlicht gesprochen eine Menge Verschwörungen, Falschmeldungen und totale Lügen bzw. Kriegslügen. Das ist so geschehen 2008 auf einem der Neuschwarmland-Treffen im Restaurant Spitteleck in Berlin-Mitte. Mit dieser Bemerkung soll weder Herrn Kirchners, also das ist der Herausgeber von diesem Magazin hier, Thomas Kirchner, soll weder Herrn Kirchners noch Herrn Dietrichs, Douglas Dietrich, das war sein Interviewpartner damals, Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen werden. Ich will nur auf die relative Unzuverlässigkeit von Dokumenten selbst amtlicher Stellen hinweisen. Also denken zum Beispiel bei uns, Sie kriegen ein Urteil ohne Unterschrift. Das ist relativ unzuverlässig. Wird ja schon seit Jahren bemängelt. Und warum unterschreiben die Richter nicht? Ach ja, naja, man könnte sie ja in Schadenshaftung nehmen. Ja, genau. Wie heißt es so schön? Regierung wechseln, aber die Lügen bleiben. Das war mein damaliges Vorwort zu dieser Reihe, die ich dann vorgetragen habe. Und jetzt bringe ich die besten Auszüge aus dieser Zeit. Also Redaktion, also das in dem Fall Thomas Kirchner, Douglas Dietrich, ehemaliger Bibliothekar und Aktenvernichter vor allen Dingen, sehr interessant, beim US-Militär, hat jahrelang Notizen über geheime Dokumente angefertigt, bevor er sie in den Ofen schieben musste. Wir sind jetzt auf Seite 4. Jetzt berichtet er aus seinen Aufzeichnungen, demnach ging das Dritte Reich nach Unterland in Exil und führte von dort weiter Krieg. Möglicherweise existiert es noch immer dort unten. Die Zahlen, die hier aufgeführt sind, sind die jeweils Seitenzahlen in dem Originalheft. Also 35. Martin Bormann zum Beispiel konnte flüchten. Das wird von offizieller BRD-Seite bestritten. Und den Unterlagen zu folgen, mit denen ich zu tun hatte, also das ist alles Douglas, was hier gesagt wird, gelang auch Goebbels die Flucht. Das Dritte Reich zieht um. Seite 35, Thomas König. Goebbels entkam also, Hitler entkam, Bormann entkam. Welchen führenden Nazis gelang denn noch die Flucht?
Mit Sicherheit SS-Obergruppenführer Hans Kammler und eine Menge wichtiger Techniker, die für das Dritte Reich unerlässlich waren. Im Kalten Krieg nannte man die überlebende Macht dann das tausendjährige Reich und behandelte es als dritte Macht in dieser Auseinandersetzung. Sie unterhielten nach wie vor geheime Stützpunkte in Norwegen, Grönland, auf den Kanarischen Inseln, in der Antarktis und in Südamerika. Die meisten flüchteten jedoch nach Argentinien, weiter in die Antarktis und von dort ins Unterland. So wurde den Befehlshabern des Dritten Reichs klar, dass sie den Krieg nur mit einer Hinhaltetaktik überleben konnten. Die Nazis mussten ihr Terrain möglichst lange verteidigen und den Vormarsch des Feindes möglichst lange aufhalten, um ihre Regierung umsiedeln zu können. Seite 37 dann. Es gibt Gegenden in der Antarktis, die ja ein riesiger Kontinent ist, von denen die Amerikaner nicht sprechen. Man muss sich überlegen, dass es nirgends einen so hohen Bevölkerungsanteil von Wissenschaftlern gibt wie in der Antarktis. Die Sowjetunion unterhielt dort Wissenschaftlerkolonien, ebenso wie Südafrika, Polen, Japan, China, Amerika, Argentinien und Chile. Erst in letzter Zeit gibt es dort eine Art Ökotourismus, der aber unter strenger Kontrolle diverser Organisationen steht, die sich bürokratisch nur schwer einordnen lassen. Das Antarktisabkommen trat 1959 in Kraft, nach den Atombombenversuchen im Rahmen der Operation Argus. Danach erklärten die Sowjetunion und die USA die Antarktis praktisch zum Sperrgebiet. Der Ökotourismus begann erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nachdem die Nazis aus der Antarktis verschwunden waren. Ja, wenn das denn mal stimmt, ne? Waren. Das war etwa so 1997, als sie sich komplett nach Unterland zugezogen hatten. Seite 37, Thomas Kirschner fragt, und wo ist dieses Unterland? Unter Antarktis oder ganz woanders? Eingänge nach Unterland sind über die ganze Welt verstreut. In Tibet, der Antarktis, ein großer in der Schweiz, dann in der sogenannten Alpenfestung in der norditalienischen Schweizer-österreichischen Alpen, in den norditalienischen Schweizer-österreichischen Alpen, wahrscheinlich auch in Deutschland, in Hitlers Refugium in Berchtesgaden. In Wirklichkeit war die Alpenfestung aber ein stark bewachter europäischer Eingang ins Unterland. Mit Sicherheit gibt es auch viele Eingänge, die bisher nicht entdeckt wurden, aber die, von denen ich erfahren habe, waren in Tibet und in der Antarktis. Und viele Kilometer unter der Erdoberfläche sind diese Kavernen miteinander verbunden. Dort unten herrschen tropische Verhältnisse. Es ist sehr heiß und dampfig, nur eben ohne Sonne. Es sind gigantische Höhlen- und Tunnelsysteme, die sich bestens zur Ausbreitung und Errichtung einer Zivilisation eignen. Thomas Kirschner fragt, und das alles wird der Öffentlichkeit geheim gehalten? Und Dietrich, da lässt sich die Antwort, völlig geheim. Das ist nämlich das größte Problem, das sie mit den Wissenschaftlern in der Antarktis haben. Die wollen alle zum... Wo war ich? Das ist das größte Problem mit den Wissenschaftlern. Also völlig geheim, ne? Bestätigt Douglas Dietrich. Und das ist nämlich das größte Problem, das sie mit den Wissenschaftlern in der Antarktis haben. Die wollen alle zum Dritten Reich ins Unterland überlaufen. Kann sich jemand vorstellen, warum? Das ist besser als früher. Gelobte Land.
Die haben die bessere Technik. Ja. Das ist ja ein Grund, also, sagen wir mal, für jemanden, der sich mit Wissenschaften, Wissenschaftler beschäftigt, der will doch nicht Verbrennungsmotorentechnik lernen, der will was Besseres haben. Ja, aber ich denke an den Russlandfels. Mein Großvater war in Stalingrad beide. Ja. Also wenn es irgendwie warm und dampfig ist, ich glaube, das nimmt jeder lieber, ne? Ja gut, also die Unterkünfte Oberfläche Antarktis der Alliierten, die werden auch beheizt sein, nehme ich mal an. Aber egal, dazu muss man sich mit dem wahren Zweck der SS vor Augen halten. Während die Wehrmacht für Deutschland kämpfte, war die SS nicht nur dazu da, für den Fortbestand der arischen Rasse zu sorgen, sondern existierte auch als multinationale Armee, die in ihren Kommandostrukturen als Vorbild für die Streitkräfte der NATO und des Warschauer Paktes dient. Und in einer der Gründe für ihre multinationale Ausrichtung war Himmlers fixe Idee, dass er die genetischen nordischen Arier nach Neuschwabenland oder andere Gebiete umsiedeln wollte. Die versuchte Invasion der Amerikaner in den Jahren 1945-47, also hier zum Beispiel, da wird er etwas unpräzise, der Douglas Dietrich, nicht? Ich erinnere an die Unzuverlässigkeit von Dokumenten oder Aussagen, endete dank der deutschen Flügelradhubschrauber, naja, ich wollte den Flugschirm offensichtlich nicht sagen, in einem Massaker. Also Flügelradhubschrauber, die gab es tatsächlich, Rotoren rundum mit Flugkörpern, ja. Mhm. Also Rotoren um die Flugkörper. Sie waren so etwas wie die Lockheed SR-71. Und wieso konnten sie die Lockheed SR-71 bezahlen? Ach ja, die geklauten 1 Million Patente vom Reich. Blackbirds des Dritten Reichs waren schneller mit Raketen. Ja, auf einmal haben sie schon wieder Raketen. Das ist auch etwas unpräzise von Douglas. Ne? Schafften es die Deutschen, die US-Invasionstreibstoff der Operation High Jump auszulöschen. Also das war Winter 46, 47 oder besser gesagt Sommer. Am Südpol ist da ja Sommer im Winter. So, Thomas Kirschner, die Operation High Jump ist eine historische Tatsache, oder? Also nicht mal das hat der Kirschner selbst recherchieren können, ja? Also dass das eine historische Tatsache ist. Er muss ihn fragen. Und Douglas antwortet allerdings in den Jahren von 1946 bis 1947, also im Sommer auf der südlichen Erdabkunft, organisierte Konteradmiral Richard Evelyn Byrd Jr. dieses Unternehmen der US-Marine. Das heißt, richtig organisiert wurde es eigentlich von seinen Vorgesetzten, aber er musste halt später als Sündenbock herhalten und wurde für das Scheitern von High Jump verantwortlich gemacht. Das Unternehmen wurde in aller Eile geplant. Mit einer am 26. August 1947 von Großadmiral Chester Nimmen zusammengestellten Einsatztruppe. Und das war jetzt interessant, weil andere Quellen haben das noch nicht offenbart. 3.500 Marineinfanteristen kamen dabei ums Leben. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Ne? Aber von denen spricht heute keiner mehr, eben. Nur vom Flottenteil der Operation High Jump, weil denen die meisten Soldaten überlebten. Also vom Flottenteil ja, aber nicht von den Marineinfanteristen. Dazu gehörte auch der Flugzeugträger USS Philippine Sea mit insgesamt 100 Flugzeugen. Thomas Kirschner fragt dann, das müssen insgesamt wohl 10.000 Mann gewesen sein. Ja, 4.700 Mann aus der Task Force 68, das ist also die Invasionsflotte sozusagen, der 6. Flotte, und 3.500 Marineinfanteristen, die aus Neuseeland eingeflogen wurden. 13 Schiffe, weit mehr als 100 Flugzeuge. Ihre wichtigste Aufgabe bestand darin, einen amerikanischen Stützpunkt in der Antarktis einzurichten, als Gegengewicht zum Nazi-Stützpunkt. Also ihr meint Neuschwabenland. Ob Sie oder ich oder irgendein Amerikaner oder wiedervereinter Deutscher, wie gesagt, das Interview ist aus dem Jahr 12, ne, nun daran glauben, dass die Nazis in der Antarktis eine Exilregierung gegründet haben, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass die US-Regierung fest davon überzeugt war und aus diesem Grund die Task Force 68 einsetzte und dieses gigantische Unternehmen startete. Kirschner fragt, und nur ein Bruchteil dieser Einsatztruppen kehrte zurück. DD ist Douglas Dietrich. Sicher ist, dass sämtliche Marineinfanteristen, die in Transportmaschinen eingeflogen waren, im Eis der Antarktis den Tod fanden, weil sie von den Flügelradraketen zerfetzt wurden. Ein paar Navy-Schiffe wurden zwar auch abgeschossen, aber nach dem Massaker an den Marines war das Unternehmen sowieso beendet und die Truppen zogen ab. Admiral Byrd war
dadurch so blamiert, dass er einer Zeitung ein letztes Interview gab, das aber nur in Chile und nie in den USA veröffentlicht wurde. Das war das Interview im Mercurio von Li Van Atta, was am 5. März 1947 erschienen ist. Darin warnte er vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die Vereinigten Staaten, die weiterhin im Alarmzustand verbleiben und Vorkehrungen gegen eine Invasion feindlicher Flugzeuge treffen sollten, die aus der Polarregion kommen würden. Ja, dieses Interview, also der Warn vor einer Invasion vom Südpol. Und an der Stelle hätte doch jeder normale Mensch mal fragen müssen, Herr Admiral, welche Whiskysorte haben Sie gesoffen? Mhm. Wer soll denn da angeflogen kommen? Fliegende Kaiserpinguine? Ja? Offiziell gibt es am Südpol nichts. Ja? Also, und der Warn vor einer Invasion. Ja? Deswegen hat er auch anschließend Hausarrest bekommen wegen diesem Interview. Ja. Ja, durfte nichts mehr sagen. Er sagte, ich möchte niemanden erschrecken. Haha, Witzbold. Aber die bittere Realität, also Zitat jetzt Byrd, ne, Admiral Byrd, dass im Fall eines neuen Krieges die Vereinigten Staaten durch Flugzeuge angegriffen werden könnten, die über ein oder beide Pole fliegen werden. Ja, auch das ist eine technische Aussage. Wer hätte das denn damals gekonnt? Wissen Sie, was das für eine Strecke ist? Wir reden ja vom Jahr März 47. Und das in Minuten. Ja. Also von einem zum anderen Pol. Ja. Ja. Whisky. So, die Expedition nahm also ein sehr schlechtes Ende und alles, wovor Byrd gewarnt hat, traf ein. Zwischen 1951 und 1956 ereignete sich das, was in den von mir behandelten amerikanischen Dokumenten als verschleiertes Massaker oder auch Flugscheibenkrieg bezeichnet wurde. Flugscheibenkrieg, das ist original Douglas Dietrich. Ja. Das Dritte Reich schlug nach der Operation High Jump zurück und griff mit den Flügelrad-Hubschraubern oder den Flugscheiben, Hornibus, was auch immer. Ne? Ich weiß nicht, warum man Flügelrad-Hubschraubern sagt, aber egal. Und die werden. Was? Ist nicht so auffällig. Ja, wahrscheinlich. Ich will noch ein bisschen dem. Und mit der Übersetzung, ja? Ja, das kann auch sein. Und diversen Flugzeugprototypen, die in die Antarktis gebracht worden waren, die Amerikaner an. Also die griffen, das Dritte Reich griff an nach High Jump. Ne? In nur 5 Jahren wurden laut New York Times 204 US-Kampfflugzeuge zerstört oder als vermisst gemeldet. Das führte dann dazu, dass die Amerikaner ihre Operation Argus starteten, in deren Rahmen sie im Jahr 1958 auch Atomwaffen einsetzten, nachdem sie ein Jahrzehnt lang vergeblich versucht hatten, die Antarktis einzunehmen. Aus den Dokumenten, mit deren Zerstörung ich betraut wurde, ging hervor, dass im sogenannten Luft- und Raumfahrtkrieg, also im Luftscheibenkrieg, in den 1940er und 1950er Jahren 2000 Piloten den Tod fanden. Genau. Also die 3500 Marinen direkt bei der Schlacht und anschließend nochmal 2000 Piloten. Ne? Ja. Auch nicht schlecht. Ne? So, am 6. August, hier ist gemeint 1945, erfuhr George C. Marshall, dass die kaiserlich-japanische Armee zwischen 1937 und 1943 durchschnittlich 8 neue Divisionen mobilisiert hatte, dass jedoch allein im Jahr 1944 30 Divisionen mobilisiert worden waren, damit das chinesische Festland gehalten werden konnte, was die Japaner ja eingenommen hatten. Ne? In den ersten 7 Monaten des Jahres 1945 waren mindestens 42 Divisionen in Marsch gesetzt worden, davon 23 in Japan selbst. Und die militärische Stärke Japans war ausreichend, um bis zum Zeitpunkt des geplanten amerikanischen Einmarsches im Oktober 1945, dem Beginn der Operation Downfall, noch weitere Divisionen zu mobilisieren. Das ist alles Douglas Dietrich seine Aussage, um das nochmal klarzustellen. Ja? Mobilisieren. Und zwar bis zu 65 Infanteriedivisionen und 5 Panzerdivisionen. Ja, auch original Aussage Douglas Dietrich. Japan hatte gerade erst zu kämpfen begonnen. Das erfuhr also der Oberkommandierende, der militärische Oberkommandierende Marsch am 6. August 1945. Als die Amerikaner das erfuhren, wussten sie, dass sie den Krieg verloren hatten. Das ist auch wieder eine Sache, die geheim gehalten wird. Was jetzt kommt, ist noch viel schlimmer. Die USA standen also vor der Entscheidung, so etwas wie die napoleonischen Kriege mit sich ewig wiederholenden Schlachten auszufechten
oder um Frieden zu bitten. Sie entschieden sich für den Frieden, weil Roosevelt tot, also in dem August war der schon tot, Roosevelt tot und Churchill nicht mehr an der Macht war. Thomas Kirchner fragt, aber wen baten Sie denn um Frieden? Und er antwortet, die Achsenmächte, Deutschland und Japan. Und wann? 1945. Ja, 1945. Davon hat die Öffentlichkeit aber nie erfahren. Sie jetzt schon. Und letzten Endes gelangten die Amerikaner durch den Flugscheibenkrieg dann auch zu der Überzeugung, dass die Nazis eine Mondbasis errichten wollten. Natürlich. Und dazu wendete es keine normalen Raketen, sondern Antigravitation und andere neue Technologien, die auf, und jetzt kommt es, Technologie, damit ist Nikola Tesla, ne, nicht dieser Autohersteller. Ja, ja, Technologie aufbauten. Ich habe gerade heute das Patent, es geht rum, und einer, der das nachbaut und übersetzt hat, ne, das Patent über die freie Energie, also den Quantenenergiegenerator, wie er sich auch nennt, das ist aus dem Jahr 1894. Nikola Tesla. Wie lange wir betrogen werden um freie Energiegeneratoren, ja, das lassen Sie vielleicht mal sich durch den Kopf gehen bei Ihrer nächsten Stromrechnungsabrechnung. Ja. Also das ist unglaublich. Ne? Also alleine, also was das schon bedeutet, was wir betrogen werden, ja, da... So, also Tesla, also Nikola Tesla. Die ersten Menschen im All waren keine sowjetischen Kosmonauten oder amerikanische Astronauten, alles Douglas Dietrich, ne, also, sondern Angehörige der deutschen Raumwaffe, eines Gemeinschaftsprogramms von Reichsmarschall Göring und Heinrich Himmler. Gleichzeitig mit ihrer Sommeroffensive Fall Blau im Juni 1942 begannen die Deutschen ihre Bombenangriffe mit den Sänger Silbervögeln. Das ist der Professor Sänger gemeint mit den Orbitalgleitern. Ne? Diese suborbitalen Bomber flogen Einsätze gegen die Industrieanlagen, die Stalin hinter das Uralgebirge verlegt hatte. Nach Kriegsende wurden sie dann von den Sowjets eingezogen, zusammen mit Werner von Brauns und jetzt kommt Bruder. Und so wie Werner von Braun das amerikanische Weltraumprogramm ziemlich irreführt, verfuhr sein Bruder mit dem sowjetischen. Wo auch immer sie konnten, lenkten sie beide Weltmächte von militärischen Anwendungen der Weltraumfahrt ab. Sie waren Saboteure, also die braunen Brüder sozusagen. Ja. Die Sowjets, die sowohl Sowjets als auch Amerikaner darin hindern sollten, den Technologievorsprung des Dritten Reichs je einzuholen. Und andere deutsche Wissenschaftler waren in derselben Mission tätig. Tja, das sind jetzt die wesentlichen Aussagen aus Lexus Magazin 42, das ist das Heft hier. Ne? Die Zirkuf, das war ja ein Geschenk Himmlers an Sandra Bose, ne? Damit hat er die Briten die platt gemacht und die Briten mussten dann Indien in die Unabhängigkeit entlassen. Aus diesem, das Heft können Sie sich natürlich besorgen oder eben heute auch online lesen, ne? Oder sich meine Vorträge anhören, wenn Sie jetzt... lieber sich berauschen lassen, ne, auf dem 239. bis 242. der Schwamm. Die sind alle online, diese Treffen. Habe ich das vorgetragen, was hier drin steht. Und das ist dann die ausführliche Ausgabe. Oder eben selber nachlesen, weil damals gab es das Heft nicht online. Das gibt es erst seit Neuestem. Ne? Und das kann man also dann auch online lesen im Nexus-Magazin. Und wir sind ja darauf gekommen, weil es da neue Bilder gab um die Schlacht vom Südpol, ne? Die da, ich hatte das letzte Mal schon gezeigt, und zwar auf Nexus-Newsfeed. Ja, mal kurz in die Kamera halten. Ne? Das war diese Sache, hatte ich letztes Mal gezeigt. Und deswegen dachte ich mir, ja gut, dann können wir ja mal die alte Sache damit aufarbeiten. Der Nexus Verlag hatte auch schon früh mit einer anderen Veröffentlichung, ach so, zu Himmlers fixen Ideen, ne? Also hier vielleicht noch auch ein nettes Foto, ne? Das waren alles Leute, kann ich auch mal rumgehen lassen. Ne? Mal kicken, was haben wir hier? Also indische Leute in Heer- und Waffen-SS, ne, steht hier. Dann Afrikaner in der Wehrmacht.
Ja, man erinnere sich an Rommel und Nordafrika, ne? Die Araber, ja. Koreanische, Mongolische und so weiter, Turkestan, Herr Waffen-SS. Ja. Also es war tatsächlich eine multinationale Truppe. Ich hatte mal einen älteren Herr, der hat mal ein Buch über die Waffen, damalige Waffen-SS, also nicht die heutige, die damalige Waffen-SS, es gibt auch eine heutige, mitgebracht, nicht? Und da waren hübsche Bilder drin, ne? Und da stand drin, dass aus 27 verschiedenen Ländern, also da waren auch Franzosen dabei, Spanier und so weiter. Tibeter. Ne? Also auch farbige Menschen in der Waffen-SS gedient haben. Ne? Das war sozusagen die, wenn man französisch ausdrücken, die deutsche Fremdlegion, ne? Könnte man beinahe sagen. Ne? Vive la France, also vive Deutschland. Ne? Und nach, vive allemand, merci beaucoup. Allemand, allemand zu mir, allemand zu mir, genau. Da sind wir wieder beim alten Thema. So, und heute sollen wohl 48, aus 48 Nationen bei uns Dienst tun. Ne? Ich kann die Zahl allerdings nicht bestätigen, gebe das aber gerne mal rum. Ah ja, wunderbar. Und Nexus Board, Entschuldigung, die Zeitschrift Nexus hat schon mit der zweiten Ausgabe Furore gemacht. Und jetzt kommt's. Und zwar mit einer Veröffentlichung von einem Mitarbeiter des Ministry of Defense, also des sogenannten Verteidigungsministeriums Großbritanniens, namens James Robert. James Robert, MOD, Ministry of Defense. Weil der hat einen Artikel abgeliefert, Großbritanniens geheimer Krieg in der Antarktis. Das Interessante an dem Artikel ist, dass die SAS, Special Air Service, der Briten, noch vor den Amerikanern am Südpol gegen Neuschwarmland gekämpft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ich zeige das mal. Ich habe leider nur eine Kopie. Ja. Ja. Ja, genau. Und die Kopie hat, glaube ich, damals der Bernd mitgebracht. Ich habe die Nexus nicht abonniert. Kann ich jede Zeitung, die interessant ist, abonnieren? Ne? Ich platze jetzt schon, ne? Also mit meinem Archiv. Ich weiß gar nicht, wohin damit, falls ich da mal raus muss, wo ich jetzt bin. Ja, ne? Und da, ich habe den Thomas Kirchner, der war auch lange Zeit in meinem Verteiler drin, gefragt, ob es was Neues gibt. Und da hat er mich angeschwindelt. Es gibt nämlich was Neues. Der schreibt alle 4 bis 6 Jahre zu dem Thema was. Also das war 2006. Ne? Also Englands Krieg oder Großbritanniens Krieg gegen die Nazis am Südpol. Ja? Ist auch teilweise heute, also das ist heute online. Ja? Nexus Magazin Nummer 2 aus dem Jahr 2006. Und da gibt es noch einen zweiten Teil, der Nummer 3, aber der ist nicht online. Da müssen Sie dann E-Ausgabe kaufen oder Original, keine Ahnung. Ja. Und dann kam 2012 das Douglas-Dietrich-Interview in 3 Ausgaben, 41, 42, 43, ne? Ja, also nach 6 Jahren. Und dann nach weiteren 4 Jahren, 16, hat er wieder was reingestellt. Und das habe ich erst gestern entdeckt. Ob das Sinn macht, hier vorzutragen, weiß ich noch nicht, aber ich werde mal da zumindest nachgucken. So, die bunte Armee haben wir schon gezeigt. Ach ja, das war auch letztes Mal Thema. Hubble hat was aufgenommen. Ja, nicht? Also hier sehen Sie ja, ne? 2 Lichtdome nennen die ich dort. Ne? Ich habe das letzte Mal gezeigt, hier im Kopernikus, im Krater Kopernikus gibt es 2 Lichtdome. Etwas vergrößert sehen die so aus. Also wegen der Mondnazis, ne? Ist klar, ne? Iron Sky hat das ja, also hat ja dieses Tabu endlich bekrochen, ne? Keine Altnazis, keine Neonazis, nein, es gibt Mondnazis, ne? Ja, der Film ist zwar für manche Kameraden schwer zumutbar, aber das Entscheidende, was ich immer sage, Leute, das ist ein Tabubruch, über Mondnazis zu reden. Und hier sind die Lichtdome, die Hubble irgendwann mal aufgenommen hat. Dann musste das in Reparatur, ne? Weil sowas kann ja nicht sein. Und jetzt frage ich mal, wer feiert denn da die Party? Kopernikus-Krater. Ja, wer könnte das wohl sein? Ja, ja, weiß nicht, wer nochmal sehr rumsehen will. Kann ich gerne nochmal rumgehen. Sind zu dem Thema Fragen? Erstmal Fragen zum Verständnis, bitte. Sollte man die Frage in den Raum stellen, wie der erste Deutsche auf dem Mond hieß?
Ich habe das sogar schon mal irgendwo gelesen. Ich habe das gelesen. Warnitz hieß er, glaube ich. Ernst Warnitz. Ernst Warnitz. Also glaube ich, ich bin jetzt nicht sicher, aber einfach mal einen Namen aufschreiben und mal googeln. Vielleicht gibt es, Google ist ja heute schon alltäglich, ne, was man da alles kriegt. Aber ich dachte schon, dann könnte man so eine kleine Gedenktafel neben dem Lilienthal-Denkmal aufstellen. Wir haben in Berlin Lichterfelde am Lilienthal-Denkmal, da steht der so. Und könnte man so eine kleine Gedenktafel daneben haben. Ja, weißt du, ich hatte mal einen Kunden, der wollte in Freimaurer gewinnen, dass er ein Projekt finanzieren für einen Brunnen, den er entworfen hatte. So, weil der Brunnen noch nirgendwo steht, lässt sich da so gewisse Rückschlüsse ziehen, glaube ich. Also, die Analogie ist hier ein bisschen unklar. Ja, okay, also, er hat die nicht dafür gewinnen können, das sollte so der Niedersachsenkurs im Mittag von dem Kunden werden. Und na, der Niedersachsenfürster und ein paar andere auch noch. Und er hat letzten Endes niemanden dafür gewinnen können. Und deswegen denke ich mal, die Analogie, die ich damit zeigen wollte, war, wir schaffen das dummerweise auch nicht, dass wir da den Herrn Warnitz-Denkmal widmen können, neben dem Herrn Lilienthal. Schön wäre es allerdings. Warnitz, ja. Ja, ich glaube mal, diesen Namen in jedem Zusammenhang gelesen zu haben. Aber. Wann soll ich auf den Mond zu gehen, Moment? Das ist eine gute Frage. Der erste deutsche Pakt. Es gibt so viele große Deutsche, die vergessen sind. Ja, das kommt ja wieder. Ja. Dafür gibt es diese 8. Dimension, die gehen nicht verloren. Arno Schmidt, und der hat ein literarisches Ding entwickelt. Ein Literatur des 19. Jahrhunderts. Meinen aber jetzt. Jetzt aber nicht zur nationalen Größe. Ja, zur Schlacht um den Südpol vielleicht noch eine Frage. Kapitän Ritscher oder so eine Leute. Ja, gut. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihn ja veröffentlicht. Hier drin, im Bundesanzeiger, nicht? Also da ist ja, wird er genannt. Ne? Wird er genannt, also und das, das Interessante ist, dass vor dieser Ausgabe, also dieses Bundesanzeiger mit den 84 geografischen Positionen, also das rechts steht ja den... die haben damals die gültige Reichsfahne abgeworfen. Ja, ne? So war es üblich. Ja, eben nicht. Und die Ansprüche der Norweger sind nichtig, weil die sind ja gar nicht angelandet. Das ist also Quatsch. Ne? Und deswegen, also es werden das hier... Das ist ein super interessantes Ding, weil ausgerechnet diese angebliche Antarktis-Landung von den Norwegern haben diese Westberliner Punkertruppe, wie hieß denn noch, Einsturz und Neubau. Die haben das super thematisiert, bevor die sich eigentlich gegründet hatten. Das ist Kakophonie letzten Endes, ne? Auf gut Deutsch, aber also Kakophonie mit Dialogen, aber es beschäftigt sich genau mit dem Amundsen, so hieß der doch, dieser norwegische angebliche Antarktis-Entdecker. Scott. Ja, ich meinte von der Norwegen. Das bezieht sich auf den Norwegen. Ja, also. Ja, aber die waren nicht in der Ostantarktis, wo Neuschwarmland ist. Ich habe mich für solche elektronische Musik interessiert und die hat uns irgendwann mal zu der Zeit, gezogen. Oder was. Also was ich sagen wollte, ist ja, dass bevor jetzt das, die Bundesrepublik selber die Namen bestätigt, nicht? Also Alexander von Humboldt-Gebirge bis Position 1, Position 84, Zwiesel nenne ich immer gerne. Zwiesel, nicht? Es gibt auch in Bayern einen Zwiesel, genauso wie es einen Prag in Bayern gibt. Das sind auch die wenigsten. Also die Motorenwerke Prag können auch in Bayern gewesen sein, nur mal so als Idee. Also bevor die das veröffentlicht haben, ist natürlich wieder mal etwas passiert. Also zwar kein Schabowski-Zettel, aber da gab es diese UFO-Flotten über Washington. Und ich nehme mal an, da ist ein irgendwie Zusammenhang. Also weil sich die UFO-Flotten vom Südpol über Washington zeigten, hat man sich in damals dem kleinen Örtchen Bonn, ne, herausgegeben, also ein Bundesanzeiger, ist herausgegeben vom Bundesminister der Justiz, steht hier, ne, hat man sich denn getraut, ne,
die Sichtung der deutschen antarktischen Expedition 38-39 und deren Namensvergebung dort mit genauen geografischen Angaben und so weiter. Gibt es das Bild im Netz? Gleich was. Mhm. Mit genauen geografischen Angaben dieser Position, ne, auf zwei Seiten, ne, zu veröffentlichen. Also ich mutmaße das mal, ja, ich sage das mal so, ne, dass ich sage, ne, die UFO-Flotten über Washington hatten ja eine Einschüchterung durchaus zur Folge. Vor allem der früheren hatte ich ja darüber schon mal referiert, auch die Dings, bitte. Wir sind gleich fertig. Okay. Alles gut, danke nochmal. Ja, und deswegen, ja, das unter Motto, wenn das Neureich zuschlägt, darf man im Altreich sich auch was erlauben oder so, ja. Interessanterweise auch nicht geben, dieser Bundesanzeiger. Ja, geht ja nicht. Na ja, so. Die deutsche, also das ist ja eine Tatsache, die deutsche antarktische Expedition im Jahr 38, 39, hatten wir ja gesagt, vom 17. Dezember 38 bis zum 11. April 39, die hat stattgefunden und das war noch vor dem Krieg. Übrigens, wenn immer Leute sagen, ne, wir müssen uns nach der alliierten Gesetzgebung halten, ne, und die haben ja gesagt, ne, Deutschland ist definiert, wie es existiert hatte, am 31. Dezember 37, vergessen Sie das. Der Bracht sagt, das Völkerrecht ist einwandfrei eingehalten worden bis zum 31. August 39. Also letzte, nach Brachts Meinung war das der letzte Friedenstag, man war ja schon nicht mehr Frieden, am 30. August sind die ist die polnische Armee in Danzig einmarschiert. Ne? Das heißt, die 39er Grenzen, außerdem werden ja erst in einer Friedensverhandlung die Grenzen festgelegt und die Reparation, also so weit sind wir ja noch gar nicht. Und dann darf ich zu bedenken geben, die 37er Grenzen sind auch Quatsch. Das können Sie an dem sogenannten Nichtangriffsvertrages, so heißt er wörtlich. Ich habe mir extra mal die Mühe gemacht, den mal rauszusuchen aus dem Reichsgesetzblatt. Der ist nämlich dort veröffentlicht in Deutsch und Russische, also Version. Der Nichtangriffsvertrag, es wird immer gerne in den Medien Pakt gesagt. Er heißt Vertrag. Und da der ja im August 1939 geschlossen worden ist zwischen der Sowjetunion, ne, und dem Deutschen Reich, dann muss man davon ausgehen, dass die Sowjetunion das Gebiet des Deutschen Reiches aus dem Jahr Stand August 1939 anerkannt hat. Ne, dann sehen Sie doch mal nach, was da alles dazugehört. Sudetenland, Ostmark, Österreich, Neuschwarmland. Wow! Sie können also den Nichtangriffspakt, den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt oder besser gesagt Ribbentrop-Molotow-Vertrag, ne, können Sie als Beweis anführen, wie groß das Gebiet des Deutschen Reiches auf dem Stand August 39 war. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen gute Heimfahrt. Ja.